Da links wie zwei Geschwister nebeneinander. Das Slingback normal von Miltec und eben das Slingback im XL. Und wenn dich interessiert, was das kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rosser vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Das ist es, dieses One Strap Assault Bag, schlag mich tot, ich weiß nicht, wie es heißt, von Miltec, das ich schon über ein Jahr im Einsatz habe. Ich habe auch ein Review gemacht vor einem Jahr ungefähr, Link gebe ich da. Und ich bin noch immer sehr zufrieden und das ist auch die Tasche, die ich meistens dabei habe. Sie ist heute sehr vollgefüllt, da ist wirklich sehr, sehr viel drin. Ich mag sie nicht mehr vorstellen als solches, das schaut auch das Video an. Ich bin hundertprozentig damit zufrieden. Das ist noch immer dieselbe Tasche wie beim letzten Mal beim Video. Wer mich kennt, weiß, dass ich die so gut wie immer dabei habe. Die ist wirklich auch gut angefüllt, da ist wirklich einiges drin. Und obwohl es eine Miltec-Tasche ist, hat sie mich noch nicht im Stich gelassen. Sie ist nirgends ausgerissen, es ist nichts kaputt, ist toll. Und die gibt es halt in dieser normalen Standardausführung und das ist super so. Es gibt aber auch eine große Tasche, weil mich einige immer wieder fragen, Reini, wie ist das? Passt da in diese kleine überhaupt genug rein, um einen Tag draußen überleben zu können? Nein, das ist jetzt übertrieben, nein. Da passt zum Beispiel ein iPad rein, da passt ein A5-Buch rein. Ja? Also ich glaube, ich habe das jetzt da, warte mal. Da ist noch der Gomboy, so ein A5-Buch passt da ganz locker rein zum Beispiel. Aber das iPad passt auch rein, das passt alles, das ist alles super. Für mich reicht das. Aber es gibt auch die große Variante. Ich habe jetzt in diese große Variante, ich mag dir die jetzt Schritt für Schritt vorstellen. Die kann man aufmachen, ich habe jetzt einfach irgendwas reingefüllt, damit du mal siehst, was da wirklich alles reingeht. Also, und da wäre noch sehr viel mehr an Möglichkeiten. Das ist das Hauptfach sozusagen. Und der große Vorteil bei dieser Tasche ist auch Slingback, ja, kann man genauso umhängen, dass du es aufklappen kannst. Die kannst du aufklappen und kannst somit, wie bei einem Reisekoffer, auf deine Sachen zugreifen. Da ist dann hier hinten noch einmal eine eigene Tasche. Die geht... Ja, geht auch ganz gut, das ist in Ordnung, da kann man vielleicht noch Schlüssel, Dokumente oder sonstige Dinge reinpacken. Da ist eine Netztasche, die hat keinen Zip, sondern die ist einfach nur so da. Also aufpassen, wenn man aufmacht, ups, dann fällt das ganze Zeug raus. Auf das muss man aufpassen, ist in Ordnung. Zwei Wege Reißverschlusssystem, das heißt, du kannst es von beiden Seiten auf- und zumachen. Und ja, das ist einmal ganz nett. Dann gibt es ein zweites Fach. Ja, ein zweites Fach, das ist hier vorne, falsche Richtung, Entschuldigung. Das kann man auch relativ weit aufmachen, nicht ganz aufklappen, so wie das Hauptfach. Aber trotz alledem kann man ganz gut rein. Ungefähr ja, so viel bleibt noch unten als Raum übrig. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch, weil dann kann, wenn du da Kleinteile drinnen hast, die nicht einfach rausfallen. Da kramt man dann immer herum. Ich kenne das selber, vielleicht kennst du das auch. Dann da zwei Netztaschen dazu, da eine große und da zwei kleine. Soll so sein. Und auch da passt noch das eine oder andere rein. Ich meine, schau mal, wie weit ich das aufblasen kann. Also das ist irre. Absolut, absolut, absolut irre. Dann draußen, so wie wir das von diesen Assault Bags kennen, noch einmal oben ein Taschel. Ist auch, da passt auch gut was rein. Überhaupt kein Thema. Und hier auch noch einmal ein Taschel. Da sind dann so kleine Stifthalter drinnen und ja, super wunderbar. Da gibt es einmal gar nichts zu meckern. Geruch ist in Ordnung. Obwohl ich das habe ich noch nie im Einsatz gehabt. Ja. Ich habe das jetzt aus dem Shop genommen und packe das erste Mal aus und stelle es vor. Ich kann also noch keine Erfahrungswerte damit nennen. Dann gibt es auf der Seite so kleine Kompressionsschlaufen auf beiden Seiten. E-Leihwand ist super wunderbar und schön. Da unten, da sind auch nochmal so Streifen drauf. Das heißt, da kann man auch noch einmal die Jacke oder sonst was reinpacken. Und gut ist. Und dann da ist auch noch einmal ein Fach hinten. Ja, entweder für die Trinkblase, wobei, ich komme gleich dazu, oder weiß ich nicht, was man da sonst noch reingeben kann. Es ist auf jeden Fall da. Dann oben, schön vernäht und verarbeitet, der Griff, dass man es tragen kann, ist eh alles super. Gut, jetzt gebe ich mein Slingback, obwohl das eh auch schon sau schwer ist, runter und pack mir das drauf. So, das kannst du jetzt da hinten tragen, ich zeige dir dann nachher auch, wie das ausschaut. Das heißt, du darfst meine Silhouette begutachten, wenn du magst. Du kannst jetzt dieses Slingback hier hinten noch einmal über die Hüfte, ja, noch einmal fixieren, damit wenn man läuft, dass das nicht so hin und her pendelt, weil wenn man da was reinpackt, dann ist das wirklich ganz schön aufwendig. Ich habe es probeweise einmal mit Wasserflasche einfach bepackt, weil ich wissen wollte, weil ich traue der Sache nicht, da komme ich gleich dazu. Mit Wasserflaschen bepackt, alles was geht, da passen einige rein.
Und da kommt dann ein ganz großes Problem zum Tragen. Das Problem bei so einem Slingback in dieser Größe, wenn man das wirklich voll bepackt, damit meine ich nicht mit Kleidung für die Kinder, weil wenn meine Kinder noch klein waren, habe ich, oder mit ihnen, jetzt tragen sie es also teilweise schon selber, aber da habe ich das ganze Pack mitnehmen müssen und ich dann habe da nur Quant drinnen und ein bisschen was anderes an Ausrüstung, dann soll es so sein. Aber wenn ich mir jetzt zwei Wasserflaschen mit 1,5 Liter, also 3 Liter Wasser für einen Tagesbedarf, einen Hobokocher, was zum Essen, einen Feuerstahl, ein Messer, ein Sitzkissen, einfach alles, was man halt so mitnimmt, ja, wenn ich mir das da reinpack und dann hier da an der Stelle zum Tragen habe, dann ist das für mich, ja, für mich Mehmet sozusagen, wenn ich das jetzt so sagen darf, ist mir das ganz einfach zu schwer. Ja, ernsthaft. Weil ich dann genau den gesamten Druck da auf der Stelle habe. Das ist jetzt keine Kritik. Und wenn du jetzt sagst, ich liebe aber Slingbacks und der Rainer ist so gemeint, dann sage ich, ja, ich liebe deine Slingbacks. Ist total okay für mich, ja. Mir ist das alles wurscht, du kannst eh tun, was du willst. Ich will dich auch nicht überzeugen. Ich sage ja nur meine Meinung dazu. Daher, weil ich höre das jetzt schon. Auch das hier, dieser kleine Teil hier, der bringt mir nur dahingehend was, wenn ich mich bewege, wenn ich herumlaufe. Wenn ich herumlaufe. Ja. Dass man das Zeug nicht hin und her flattert. Das ist die Idee dahinter. Aber sonst bringt mir das nichts. Der ganze Druck ist hier an der Stelle. Aber jetzt muss ich eine andere Frage stellen. Du kennst mich ja jetzt vielleicht schon. Ich sage immer, alles was einen Nachteil hat, hat auch einen Vorteil. Und alles was einen Vorteil hat, hat einen Nachteil. Was ist der Vorteil von so einem Slingbag insgesamt? Na, weil ich kann schnell auf meine Ausrüstung zugreifen. Ich ziehe das einfach nach vor und kann jetzt da agieren und kann zugreifen. Und dann schiebe ich es wieder nach hinten. Ich kann es unterschiedlich tragen. Ich kann es jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt den großen weg, weil, wie gesagt, da nehme ich dann einen Rucksack. Ernsthaft, also wenn ich wandern gehe oder mit den Buben unterwegs bin, länger oder so, dann nehme ich nicht so einen großen, dann nehme ich mal zum Beispiel, wenn man jetzt sowas braucht, zum Beispiel Essentials bei Klatsch, ja, das passt nicht so viel rein, aber trotzdem, oder ein Mission Pack oder ich weiß ja, oder von welcher Firma auch immer, es geht jetzt gar nicht darum. Aber kannst legen. Ich habe den hier wirklich so gut wie immer dabei. Wer mich kennt, weiß, dass ich irre bin und dass ich manche Leute fragen, warum tragt der Idiot immer eine Tasche herum? Na, weil ich paranoid bin. Ich habe halt gerne meine Sachen dabei. Aber der Punkt ist, ich kann da immer schön auf meine Ausrüstung zugreifen. Und ich kann es auch unterschiedlich tragen. Ich kann jetzt sagen, okay, ich möchte es jetzt gern so als Schultertasche tragen oder ich möchte es jetzt vorne tragen, ich möchte es jetzt an der Wampe haben, ich will meinen Bauch verdecken, weil ich sehe, wenn ich irgendwo unterwegs bin und ich mich geniere für meinen großen Bauch, dann gebe ich das so nach vor und halte das dann so, damit ich sagen kann, sieht eh keiner. Nein, ernsthaft, ich kann das ja umtauschen, ich kann jetzt sagen, okay, es ist, wird mir jetzt an der Seite zu schwer, dann baue ich es um auf die andere Seite, ja, dann baue ich es um auf die andere Seite, so, und dann kann ich es so tragen und so als Tasche tragen. Es kommt immer ganz darauf an, was ich damit tun will und worum es gerade geht. Das ist der Vorteil von Sling. Wer braucht so etwas? Zum Beispiel ein Waffenträger, der sagt, ich ziehe das nach vor, greife zu meiner Waffe, damit ich die habe, oder ein Messer oder sonst irgendwas. Oder ich habe solche Slingbacks, den ersten, den ich mir gekauft habe, war von Hazard 4 Plan B. Der war auch groß, aber schmal, da ist auch nicht so viel reingegangen wie in dieses Ungetüm hier. Obwohl ich jetzt nichts dagegen sagen will, also wenn du das haben willst, bitte, dann kaufst du dir, Link findest du unten. Ich lache aber dazu. Also. Aber egal, ja, das ist jetzt gar nicht böse gemeint. Aber ich war zum Beispiel lange Zeit in Wien, Großstadt, da gibt es eine U-Bahn. Und wenn du in der Rush-Hour, wie heißt das, in der Stoßzeit, in der Hauptstoßzeit, auf Deutsch heißt das Hauptstoßzeit, sozusagen, herumfährst, ja, dann sind 100.000 Leute, du wirst voll einzwickt. Und wenn ich dann meinen Rucksack hinten hätte, wo dann vielleicht auch noch, ja, Geldbörsel und andere Sachen drinnen sind, Unterlagen, ein iPad zum Beispiel, dann ist mir das einfach zu blöd. Dann habe ich immer ein Slingbag gehabt, weil den konnte ich hier vorne tragen. Ja. Da kommen die Leute hinten, aber hier habe ich das vorne. Das ist super. Und wenn ich bei meinen Survival-Trainings unterwegs bin, dann habe ich so ein bisschen eine Basisausrüstung mit, wie ein kleines Erste-Hilfe-Set und so. Und wir sind verstreut und ein Teil ist dort und ein Teil ist da. Dann habe ich gerne ein paar Sachen mit dabei. Das ist super. Das ist wirklich toll. Ich mag das gern. Aber meiner Meinung nach, und jetzt habe ich wahrscheinlich schon wieder 10 Minuten geredet, obwohl ich nur sagen könnte, das ist groß, brauchen wir nicht. Das hier ist meiner Meinung nach, für mich zumindest, ganz einfach überdimensioniert. Aber vielleicht hast du eine Idee. Wenn du das anders siehst, wenn du sagst, Rainer, du hast schon wieder böse über Ausrüstung gesprochen, obwohl du keine Ahnung hast,
dann schreib mir deine Ahnung unten als Kommentar und sag mir, wo so ein großes Slingbag, wo ich wirklich alles reinpacke, im Vergleich zu einem Rucksack, ja, im Vergleich zu einem Rucksack, die gescheitere Wahl ist. Verwendest du sowas Großes? Wie schwer ist das? Erzähl uns ein bisschen was. Ich will was lernen. Ja? Das wäre einfach super. Erweitere meinen Horizont. Da sage ich danke dafür. Link zu diesem hier gebe ich dir da unten auf Amazon und bei mir im Shop. Ich bin 100.000%ig überzeugt von dem Ding. Ich liebe das Teil. Stinkt nach Rauch und alles und nach reinem Schweiß und so. Ja, ja? Aber ich gebe es jetzt hier aus, das fällt auseinander. Und das hier, da habe ich einfach noch kein Anwendungsgebiet. Findest du aber auch den Link, weil vielleicht gibt es ja jemanden. Es fragen mich nämlich viele Leute auch dahingehend an. Dann nehmt das ganz einfach. Ja, was soll ich tun? Danke fürs Dabeisein. Aber wenn du das erste Mal hier bist, Reini Rossmann, Kräuter-Mentor-Programm, YouTube-Kanal, wo ich was über Pflanzen erzähle, aber andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein Reini Rossmann. Ciao.